Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem Together Let's Play. Und zwar ist dabei Homer J. Moin. Hallo? Das ist der Punkt, wo, das, wo du was sagen darfst. Ja, ja, moin, moin aus Hamburg. Schön dabei zu sein. Gadarol HD ist dabei. Moin. Hallo. Ich aus Hamburg. Aus dem Sauerland. Echt? Oh, cool. Dalukat ist auch noch mit am Start. Schönen guten Tag. Boah, das hätte sich fast gereimt, ey. Nicht schlecht, oder? Und Mr. Morgame ist natürlich auch noch hier. Hallo. Hallo. Und naja, das Blizzard leiser drehen, war immer richtig laut was. Das habe ich vorher schon gemacht, voll gut, ne? Blizzard hat uns gefragt, ob wir nicht Bock hätten, eine Runde WoW zu zocken. Und da haben wir natürlich gesagt, ja. Ich meine, einige von euch wissen natürlich, ich habe mehr als ein Jahr Spielzeit in WoW verbracht und das alleine zwischen den ersten Addon, zwischen dem Hauptspiel und dem ersten Addon. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, natürlich. Deswegen wird das Ganze auch wie hier unten angezeigt gesponsert von Blizzard. Und wir werden euch das Addon zeigen, Warlords of Draenor. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben, dass es rausgekommen ist. Wir haben uns die Charaktere auf Level 90 geboostet. Und ich würde sagen, von mir aus kommen wir los. Ich bin tagged, lol. Ja, genau. Ich hab drei Skills. Hast du dich aber auch vorgestellt? Das kennt dich keiner. Und dann? Hallo. Ich bin Chris von Peatsmeet, stimmt. Okay, dann können wir uns jetzt das Intro angucken, oder? Hier für Azeroth. Für Azeroth. Seid wachsam. Für Azeroth. Das ist unsere Chance. Stürmt das Portal! Immer wieder ein schönes Intro. Die haben aber mehr Skills in der Leiste als wir, oder? Bin ich eigentlich der Einzige, der diese Synchronstimme von Kaka ein bisschen merkwürdig findet? Ja, ich fand sie auch. Er spricht sehr, sehr komisch. Katka ist doch dieser Magier. Ich glaube, da habe ich ein Buch über den habe ich mal gelesen. Wir haben leider übrigens nicht so viele Fähigkeiten. Eine Biografie. Genau, wir hatten ja gerade den Boost. Das neue Feature von Level 90 Boost ist, mit so wenig wie möglich auszukommen. Und da müssen wir noch gucken, wo wir unsere Skills herbekommen. Beschaffe das Schreiben der Eisernen Horde. Sollen wir jetzt machen? Von einem der Mitglied der Eisernen Horde. So. Ja. Dann gehen wir mal runter. Fuß des dunklen Portals. Das müssen wir ihm erklären. Also, wir haben ja diesen Boost bekommen. Dafür brauchten wir zwar nicht leveln, aber wir kriegen halt nur. Ihr seht es bei mir zum Beispiel nicht so sinnvolle Skills. 3 Stück. Und jetzt müssen wir uns erstmal damit durchkämpfen, bis wir halt mehr bekommen. Das könnte unter Umständen sehr unterhaltsam werden, fürchte ich. Aber gerade die ersten Quests sind ja relativ einfach. Habe ich noch, ja. Das war bevor das Addon jetzt freigeschaltet war, war das aber anders, ne? Da wurde man direkt zu irgendeinem Ort geportet. Das ist genug Schreiben. Das war die Pre-Quest gewesen von dem Addon. Mhm. Das wurde ja direkt mit dem Addon-Release wieder weggemacht. Das ist ja bei jedem Addon so gewesen. Wer die Pre-Quest gemacht hat, hat ja auch einen Titel bekommen und ein Pet. Ja. Ach, guck mal. Ey, Moment mal. Habt ihr gerade den ganzen Kram gesammelt? Zählt das mittlerweile komplett? Was? Oh. Nee, wir müssen die alle einzeln looten. Ach so, nee, hier war das drin. Aber ist genau das hier im ersten Mob direkt. Ah! Ja. Wer natürlich die Quests lesen möchte, der kann das natürlich gerne tun, indem er kurzzeitig auf Pause drückt. Denn ich werde bestimmt nicht alle Quests vorlesen. Was? Ich dachte, du liest alle Quests für uns mit, ey. Ich lese mir die beim ersten Mal sogar wirklich durch, aber ich denke mal, das wird. Wenn ich privat spiele, das alles in Ruhe so richtig genießen und. Ja, absolut. Wie macht ihr das überhaupt so? Rusht ihr dann da durch oder? Nee. Lest ihr die Quests? Wollt die Story so ein bisschen? Weil das ist ja ziemlich storybasiert, dieses Addon. Genau, das soll ja ganz gut sein. Ja. Cutscenes. Wenn es nicht in der Cutscene kommt, dann hat es nicht existiert. So. Die Story von WoW ist ja sowieso immer klasse. Die Cutscene erzählt alles. Aber wie wir die fertig machen, so unglaublich. Ja, mit nur 30 Kills. Gefünft. An meine Zuschauer muss ich natürlich direkt ein, ich muss mich eigentlich bei allen Teilnehmern hier direkt schon entschuldigen, für einige zumindest, unserer Zuschauer, die direkt schreiben, wieso denn mit denen und nicht mit, also von uns haben nicht alle gerade Bock auf WoW, das ist schon mal der erste Fall,
Und zweitens gehören alle Kanäle zu diesem wunderbaren Join the Alliance, beziehungsweise zum Alliance Network. Und so lernt man sich halt auch untereinander mal ein bisschen kennen. Ja. Also wir hatten ja auch diverse Netzwerktreffen schon. Ich weiß nicht, ob ihr letztes Mal, wann war das letzte? München. Jetzt München. München. Ja. War doch jetzt genau. Erst vor kurzem. Genau. Ja. Bötchenfahrt im Frühjahr. Und dann lernt man sich auch mal untereinander kennen. Das war aber jetzt sehr schwierig hier. Wenn es so weitergeht, brauchen wir wieder drei Skills. Ich habe sehr oft gelesen, dass das Addon sowieso hart einfach sein soll. Hart einfach. Leute, sie halten mich hinten gefangen. So, okay. Wieso laufe ich eigentlich? Müssen wir mal sehen, wie wir das hier machen, ne? Irgendwie, na, ein paar Skills werden langsam geil. Leute, ihr lasst mich zurück. Ja, warum? Der Boss-Mob. Ich bin gleich down. Ey, da gibt's eine bessere Waffe. Ihr Säcke. Ey, wo bist du überhaupt? Immer noch da an dem Portal gedöhnt. Aber warum dann? Der Hexer kann... Weil dann... Nee, du hast noch keinen... Ich hab doch nichts. Oh Gott! Kannst du einmal nicht sterben? Ich lebe doch. Ich muss aber sagen, dass ich sehr lobend finde, dass du einfach bis zum bitteren Ende weiterkämpfst, anstatt wegzulaufen. Weglaufen kann man vor den meisten Mobs hier nicht, weil die dich dauerhaft slowen, wenn sie dir den Rücken schlagen. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass Kat gerade der erste NPC ist, den man nicht durchlaufen kann? Der vor dem... Ja, das haben wir neu gemacht extra. Das gibt's, die alle NPCs hier sind, also alle wichtigen. Doch, Frei kann ich durchlaufen. Ja, durch Frei. Alle wichtigen, da gibt's auch keine Quest ab. Ja, total unwichtig. Da gibst du ja keine Quest ab. Was mich daran erinnert, wie war das noch in, wo war es, Ankirei? Da haben sie doch dann so eine Käseglocke über diese Questgeber gemacht. Das sah natürlich auch sehr albern aus. Wo müssen wir jetzt hin, eigentlich? Hier, wir müssen Gul'dans Gefängnis betreten. Genau, einfach da drunter, quasi. Ach, hier unten, ja. Der lebte schon immer unterm Portal. Ja, das, der lebt also aus seiner Wohnung. Trollig. Ups. Aber mit der neuen Gesichteranimation echt cool. Da ist er ja. Wir haben das von Borderlands geklaut. Obwohl mir das ein bisschen hier wie Disney vorkommt, ne? Man rennt so an allen großen Typen vorbei jetzt, so im ersten, ohne was zu verraten zu wollen. Aber man weiß ja von der Lore alleine, dass das eigentlich die Großen sind. Gul'dan ist ja und einer der Größten. Je krasser die Stimme mit mehr Effekten, desto krasser ist der Charakter. Ja. Meine Lieblingsstimme war... Wir haben ein Problem, wie ihr seht. Warum? Ja. Portal weg und jetzt stehen wir da. Meine Lieblingsstimme war übrigens vom Endboss von Ankh-Virai, das Auge. Der Gott, kennt ihr den? The Toon. Zu tun, natürlich. So eine gelegt. Super Stimme, ohne Witz, ich fand die richtig super. Dieses richtig tiefe, epische. Da haben wir aber auch hart lange für gebraucht, bis wir das endlich mal geschissen gekriegt. Bei Todesschwinge fällt das übertrieben, da habe ich das Beispiel nicht verstanden, was er erzählt. Aber Arthas und Fordring auf Englisch, WOTLK, das war genial. Arthas, ne, ist mein Liebling. Hier aus dem BC-Trailer, Illidan, das fand ich auch auf Englisch noch ziemlich geil. Beobachtet und der erste Trailer. Ich krieg gleich noch eine Fähigkeit. You're not prepared. 46 DPS, da könnt ihr direkt mal sehen, die Werte sind alle komplett runtergesetzt worden. Das ist ja weniger, als ich zu Vanilla gemacht habe. Ja. Ich bekomme gleich meine ersten Skills, Leute. Oh, anhaltender Kampf. Das Quest-System ist ja auch sehr interessant. Es kann ja sein, dass eure Quest geupdatet wird, sozusagen geupgradet. Und wenn ihr Quest-Belohnung grün steht, kann es sein, dass ihr was Blaues bekommt. Aber blau sogar epische Sachen. Kann bei jeder Quest passieren. Kannst du es mal erklären, wie das kommt? Weil das habe ich noch nicht ganz verstanden. Oder ich glaube, es ist Zufall. Ich glaube, mitten in der Quest kann es einfach sein, dass da unten steht, deine Questbelohnung wird geupgradet und dann bekommst du am Ende anstatt was Blaues zum Beispiel was Episches, also eine Stufe drüber. Das passiert beim Bekommen der Beute. Da ist dann so ein komisches Symbol, das rattert dann und dann sagst du dir, hey, du hast jetzt Blau bekommen. Das kriegst du nur, wenn du besonders cool bist. Und du das kannst ist der auch, Grund also. Du kannst auch in der Garnison, du kannst ja deine komische Housing-Festung jetzt bauen, da kannst du irgendwelche Gebäude bauen, die diese Chance dann nochmal erhöhen. Ja, zur Garnison kommen wir ja später. Ja, ja. Auf jeden Fall können wir jetzt die ersten Skills bekommen. Auf jeden Fall ich schon mal. Zwei neue. Krass. Ach, jetzt ich hab einen bekommen. Eine Heilung als Elishami. Sag, wenn alle die drei Quests haben, dann können wir gleich weiter marschieren. Oh, ich kann uns jetzt Erfrischung herbeizaubern. Ach, nehmen wir die besser mit hier, ne? Weil die macht man... Ja, ja, sicher. Ja, die Quests gehören alle zusammen. Moment. Tötet 6 Orks. Ja. Die Sklaven aus den zwei Käfigen mit Blumen aus. So, dann gehen wir mal jetzt hier an. Wer ist der Tank? Du bist der Tank? Achso, ne.
Und immer Skills, dass ich die Akku halten kann. Das ist das Beste am Tank sein. Ja. Dafür haben wir ja den Hexenmeister. Sein Pet ist unser bester Freund. Cognac. Wie Cognac? Da steht über Tokrit. Hm. Ja, das ist sein geheimer Name. Ja, genau. Ja. Cognac heißt er. Captain Blaue Wolke. Wir spielen übrigens gerade auf Isera. Das ist nicht so von ungefähr, sondern weil alles andere. Nein, gleich nicht mehr. Total bescheuert wäre. Ab morgen hast du dann, wenn die Videos online gehen, wieder. Lange hätten wir nicht mehr durchgehalten. Das stimmt. Dann wechseln wir einfach den Rang. Auf jeden Fall könnt ihr mitverfolgen, was passiert, wenn man sich VOD kauft, einen Level 90er bekommt und man anfängt zu questen. Genau so wie wir. So. Früher habe ich solche Leute echt gehasst. Was, die WoW spielen? Nee, so Leute, die sich Charaktere kaufen. Also, diverse Fronten haben irgendwie damals ihre Charaktere vertickt. Auch teilweise für, weiß ich nicht, 1400 Euro oder so, weil die so gut ausgestattet waren. Und, naja, derjenige, der das gekauft hat, der hat dann so einen Charakter, keine Ahnung vom Spiel. Ja, das kenne ich. Und plötzlich ist es der Megatank vor dem Herrn, der dann irgendwie den Raid leiten soll. Das, naja. Hat bei Blizzard ja nur 8 Jahre gedauert, bis sie gemerkt haben, dass man da mal Geschäft mitmachen kann. Ja. 10 sogar. Ja, stimmt. Charakter umbenennen, 8 Euro, ist doch gut. Umbenennen kostet 8 Euro? Mhm. Alter, für das Geld kriegst du einen Hero in Heroes of the Storm. Ja, hier kannst du deinen Charakter umbenennen dafür. Bereit zur Abgabe, Leute! Leute, abgeben, Leute! Wie bereit zur Abgabe? Wir müssen noch die Hütten verbrennen. Hab ich doch schon. Hast du das noch nicht gemacht? Das musst du immer nebenbei machen. Muss man das selber machen. Ach, das zählt. Ich hab gedacht, alle. Das zählt für alle. Ach, ja, offenbar nicht. Super frech. Immer diese Newbies, Leute. Das Geile ist ja, dafür gibt's ja diesen tollen Hotkey da unten. Sobald du die Hütte verbrennst, kannst du unten auf diesen riesigen Button drücken. Und der von der Garnison, der geht gar nicht mehr weg. Was ist da kaputt? Der nervt. Ich hab gar keine von der Garnison. Ich geb da mal die Quests noch nicht ab, weil danach muss man ja weiterlaufen. Ich warte mal auf euch. Ja, ich geb alle ab, bis auf eine. Ja, ich muss hier auch noch mal ein bisschen Sachen verbrennen. Der Heiler hat das Problem ist, dass ich Damage-Dealer, danke. Ja, genau. Ich kann die auch halt einmal frosten und dann ist gut. Aber diesen Button habe ich gar nicht. Alu steht wahrscheinlich in meinem UI liegen. Ich hab den auch nicht. Ich hab nur hier rechts das. Entschuldige bitte, Gardarol. Ich dachte, das ist dein Pet. Das waren diese Feuersachen, die ihr die ganze Zeit gemacht habt. Ich hab da auch drauf geguckt, fand das doch ganz cool aus. So ein Feuerball, Junge. Und dann. Es geht aber auch aus dem Questlog raus, ne? Auf der rechten Seite. Selbst wenn ihr euch gebastelt habt. Gut, dann kann ich mir eben hier die Heilzauber reinmachen, während ihr da rumlauft. Was haben wir jetzt reingekriegt? Heilzauber sind einfach die besten. Hat denn jemand jetzt irgendeine sinnvolle Fähigkeit bekommen? Noch mehr Damage. Ich kann mich jetzt als Elementarschamane heilen. Ich kann mich als Hexenmeister heilen. Weiß, ich habe ja Vorrufung bekommen, dass ich wieder Mana habe, also. Ich habe jetzt auch Mondfeuer bekommen. Ich spiele das erste Mal im Leben Todesritter. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Priester und Schamane gespielt. Nein, falsch. So. Ach doch, jetzt habe ich den Button auch. Ist ja abgefahren. Wenn er nicht kommt, zur Not auch im Questlog. Kannst du auch anklicken, ne? Ja, klar, ne. Ich habe es mir in die Leiste gezogen. Ich glaube, im Questlog kriege ich einen GUI-Fehler angezeigt. Erzmagier Katka. Müssen wir da auch weiterlaufen? Ich glaube nicht. Aber Homer finde ich gut, dass du das auch nicht gemacht hast. Kollektiv verkacken. Genau. So, jetzt hab ich. Brauchst du noch welche? Ich bin durch. Ich muss noch hier den Hapschi umklatschen. Trotzdem komisch, dass es nicht gezählt hat. Ja, wobei doch jetzt. Ich meine, früher war das ja besonders schlimm, wo jeder. Weißt du, so Loot-Quests und so. Der Ort stimmt. Oh ja. Jeder alles machen musste und du dann 100 Mobs umlegen musstest. Die neuen Charaktermodelle habt ihr sicherlich mitbekommen. Sieht echt ein bisschen schicker aus. Also wenn man sich so an ganz früher denkt, wo auch noch das Wasser, das haben sie ja im Laufe der Jahre jetzt auch irgendwie ein paar Mal geändert. Wenn man sich so den allerersten Look noch anschaut, boah, da kriegt man echt Augenkrebs bei.
Ich dachte gerade, ich hätte hier ein Senkbeilbeinkleid gefunden. Hab mich dann doch verliebt. So. Pantalons. Jawohl. Her damit. Gut gemacht. Raus damit. Ja, Smile on the Hood. Stimme immer noch die beste. So. Kann man jetzt? Hier und ich gegen du Ariok. Ja, mit dem Reden. Rock. Und dann. Ah. Daran noch erinnern. Das war ein bisschen mit dem Reden im Ei, damit ihr den mitkriegt, ja? Ayrok. Genau, wo ist er denn? Da. Hier der. Kleine Ork, was? Quartiert Ariok zum blutenden Altar. Der labert schon, aber ich sehe ihn nicht. Den auch nicht. Wir müssen ihn jetzt alle... Wenn ihr ihn angesprochen habt, dann rennt euch hinterher. Ach, der rennt für die Gruppe? Okay. Der rennt ja für die Gruppe. Ach, das ist kompliziert. Hoffen wir mal. Hier sind Mobs, ne? Hallo. Ja, bring mit. Ja, aber der Ariok ist doch noch hier hinten. Nee, der läuft den nach. Da habt ihr hier bei mir, der ist hier bei mir. Ja, ich hab den auch bei mir. Ja, hat funktioniert. Also hat gezählt. Hat jeder für sich. Ja, eben, den hat jeder für sich. Was? Nee. Doch, ich hab doch meinen hier. Ich hab auch einen. Ich hab keinen. Du musst ihn anreden, dass er dir folgt. Aber es hat gezählt. Ja, es hat gezählt. Das ist alles, was zählt, wenn es zählt. Glaubst du, es zählt? Da oben ist noch die Kumpel. Der Zwerg rennt hin. Und da hinten ist noch der Zwerg hat's. Das zählt aber für alle, das ist schon mal gut. Was ist mit dem Netzwerk? Das waren nur 2 von 3. Eine oh haben nein, wir noch. Leute, was ist das? Seht mal an, was ich durch meine. Oh, mach das ist schon ziemlich ekelhaft. So. Frisch Fleisch. Oh oh. Killrock Deadeye. Ja, das meine ich halt. Also irgendwie, die tauchen hier alle auf, so wie in Disneyland, ne? Stehen alle nebeneinander, haben alle ihren Auftritt. Sind doch alle schon tot. Eigentlich. Mit der Musik könnte man da auch echt ein Musical draus machen. Ohne Spaß. Blizzard, ne? Hier, ich habe jetzt die Idee gehabt. Dann dürfen sie es nicht machen. Amerikanisches ja, ich Recht weiß. Dürfen ich weiß, ne? Nach amerikanischem Recht dürfen sie es zwar schon machen, aber ich will der Rechteinhaber. So, wo seid ihr jetzt eigentlich? Die machen es halt nur alle nicht, weil die Schiss davor haben. Hier kommen noch eine. Achso, du hast so einen Tank. Ah, mir hilft gerade jemand. Sehr nett. Ich weiß, man soll nicht frosten in Europa, aber ist mir gerade egal. So, die anderen beiden sind schon weg, Leute. Was macht ihr denn? Die sind schon weiter. Ja, die sind schon weiter gegangen. Was machen wir hier dann noch? Wir haben schon fast durchgespielt. Wir müssen noch Katka finden. Weil wir wurden angegriffen. Das sind alles Guerilla-Taktiken hier. Wir haben die Gruppe getrennt. So. Ja, wäre es ein Horrorfilm, wären jetzt 2 von uns oder 3 von uns schon tot, ne? Die vorgerannt sind natürlich. Na, 2. Da ist er ja. Keller hier abgegeben habt ihr aber schon, ne? Ja, klar. Ja, jetzt ja. Neue Fähigkeiten. Arkane Geschosse, Explosion. Jawohl. Nachwachsen. Ne? Also kriegt ihr 2-mal Arkane Geschosse. Okay, also dass ich den Mage gespielt habe, ist schon ein bisschen was her. Oh, der. Ja, das war mal gut. Ah. Wir werden einen Weg finden. So, der gute Katka. Der erzählt uns wieder was für Azeroth. Azeroth ist super. Azeroth. Ja, ich bin eigentlich mehr so der Paladin oder der Krieger. Das ist so meins. Ich hab gerade noch meine Fähigkeiten verteilt, ey. Wie müssen die alle so schnell? Ihr bekommt eine Sklaven, oder was? Ja. Was für Kanalisiere! Über die Flammen versiegen. Was passiert, Exarch? Ein Besucher. Vielleicht. Ach, das ist schon wieder eine Escort-Quest, oder? Nee, der geht nur ein paar Meter nach rechts. Achso. Ja, hallo, das war ganz gefährlich. Hätt's ihn fast aus den Augen verloren. Ganz knapp. Rostwirbelfokus. Um Schafseher Drektar zu befreien, jawohl. Ach, der steht ja hier im Feuer rum, ne? Bei mir. Drektar. Ich weiß gar nicht mehr, wie wäre denn die Reihenfolge noch? Arkanschlag 3-mal. Ich warte mal kurz, bevor ich hier. Ja, die nächste Quest ist gleich in so einer Arena. Das ist auch so ein bisschen. Aua. Ja, richtig, da sollten wir zusammen reingehen, einfach nur, weil. Wollen wir gleich unseren Cut setzen, den ersten? Ich bin frei. Sobald ich den freigemacht habe. Was haben die für Sprecher genommen? Jetzt mal ohne Schmarrn. Ich bin frei. So. Gleich kommen noch die russischen Sprecher, die sind viel besser. Ja, genau, die Blutelfen haben russische Sprecher, genau. Nee, die Drenal sind das. Ach, jetzt hat der Spinner mich unterbrochen. Hau ab.
Basti, er meint dich. Ach, Dalu. So, warten mit Katka oder weiter oder nicht? Nee, die Arena-Quest warten. Also, Arena-Quest in Anführungsstrichen. Das wäre super. Also, ich muss den noch befreien, Jungs, ne? Ja. Also, Botor ist noch unterwegs. Boah. Alter. Juhu. Hast du dich am Wasser geschnitten oder was passiert? Nee, am Feuer. Feuer, das den Geist verbrennt. Mein Pferd ist nicht so schnell. Hier ist ein Fragezeichen, aber hier ist kein Mensch. Lauf schneller, Katka. Na also. Ach ne, direkt da. So, bevor wir gleich die Quest annehmen, wollen wir dann gleich... Genau. Ja, hat jemand die Zeit im Auge, oder? Wir sind jetzt bei 20 Minuten 42. Ja, weil dann könnte ich mal eben ein UI richten auch. Ach so, ja, dann richte du mal dein UI. Ja, Zauber rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gut. Wir zeigen euch natürlich noch irgendwie die ganzen anderen Features, inklusive Dungeons, Garnison und weiß der Teufel, was es noch so alles Neues gibt. Das seht ihr dann in einer neuen Folge von World of Warcraft Warlords of Draenor. Bis morgen, würde ich sagen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.